Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen hier wieder bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge The Warlords of New York in The Division 2. So, da musste ich mich kurz räuspern. Ja, in der letzten Folge, wir sind jetzt hier in der dritten, in der letzten Folge haben wir ja Theo Parnell aus dem Spiel genommen und somit haben wir nur noch drei Gegner, um dann am Schluss auf Aaron Keener zu treffen. Hier unser Agent, unser Ranger, nimmt gerade eine Auszeit, meditiert ein bisschen und wir werden uns darauf vorbereiten, was wir als nächstes zu tun haben. Wir müssen hier noch ein bisschen was aufdecken auf der Karte. Es ist noch ein bisschen Nebel und wir müssen zum Police Plaza, so wie es aussieht, als nächstes. Parnells Backup-Server könnte bei der Suche nach China hilfreich sein. Wir müssen darauf zugreifen. Da hängen noch hunderte Computer am Netzwerk des Polizeihauptquartiers in Civic Center. Verschaffen Sie mir Zugriff und ich finde den Server. Das hört sich ja nicht so kompliziert an. Das sollten wir doch hinbekommen. Okay. So, zwischenzeitlich habe ich mich auch ein kleines bisschen hier verbessert, was das Material angeht. Wir haben zum Beispiel jetzt auch als Sturmgewehr die Honey Badger und die haben wir auch ein bisschen wieder gepimpt, sodass wir Sturmgewehrschaden jetzt mittlerweile 15% haben. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, auch bei der Rüstung habe ich ein bisschen nachgelegt, war ja doch in den ersten Folgen ein bisschen mau, würde ich sagen. Okay, also, dann lasst uns mal sehen, wie weit wir jetzt kommen. Denn, wie gesagt, wir sollen zu den Surfern und dort schauen, dass nach dem Rechten schauen sozusagen. Okay. Und wie immer gilt, natürlich werde ich ein bisschen was erzählen, aber sobald wir ins Gefecht geraten, in eine Schießerei, dann werde ich ein bisschen ruhiger sein. So könnt ihr euch ganz drauf konzentrieren und natürlich auch, wenn es dann um die Story geht, irgendwelche Videoaufzeichnungen, Audioaufzeichnungen oder ähnliches, da werden wir ein bisschen ruhiger sein. Ja. Das Gebäude ist. Das glaubte er. Wir müssen es mit Strom versorgen, um Parnells Server zu finden. Ich hoffe, Sie brauchen dazu nur einen Sicherungskasten oder Generator. Sie müssen Isaac auch mit der Satellitenschüssel auf dem Dach verbinden. Okay. So, das Ganze sollte er sich nochmal durch den Kopf gehen lassen. Eine schöne Explosion. So, da versteckt sich einer. Sehr gut, also da geht's rein. Und dann wollen wir mal sehen, was da alles auf uns zukommt. Das sind ja gar kein Ende mehr hier. Muss ein Nest sein. Okay, Freunde. Oh ja, das hat ein bisschen wehgetan. Okay, die Verteidigung ist ausgeschaltet. Jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Leichter gesagt als getan. Da führt mal wieder ein Kabel irgendwo hin. Das war doch jetzt nicht so schwer. Wir können hier nichts machen, solange das Gebäude keinen Strom hat.
Laut Grundriss gibt es einen elektronischen Betriebsraum im zweiten Stock. Lösen Sie das Problem, Agent. Zweiter Stock. Geht's da hoch oder da hoch? Aber erstmal Waffen, Munition bereit machen für den Einsatz. Agent fordert Verstärkung an. Eine schöne Waffenkiste. Nehmen wir mit. Könnte ja sonst in falsche Hände geraten. Energieversorgung wiederherstellen, gesperrt. Okay, dann müssen wir wohl irgendwo anders lang. Kann es sein, dass wir auf der falschen Seite sind? Ich kann nichts machen, bis ihr das Licht wieder angeschaltet habt. Lasst euch ruhig Zeit. Ich weiß, dass Sie gerne die mürrische alte Mannshow abziehen. Damit mögen Sie in der Vergangenheit durchgekommen sein. Aber bei mir klappt das nicht. Hören Sie auf und geben Sie den Kanal frei. Wenn Sie glauben, Sie finden den Server ohne mich, dann nur zu klein. Aber Sie brauchen mich. Scheint so ein kleines Kompetenzgerangel hier zu geben. Am Schluss hängt ja sowieso wieder alles an mir. Bravo, Sie haben den Stromschalter gefunden. Jetzt suchen Sie einen Computer und rebooten Sie das Netzwerk der Station. Okay, wo geht der Skybel hin? Nein. Dann suchen wir mal einen Computer. Ja, da wäre einer drin. So geht das. Das Netzwerk ist wieder online. Jetzt kommt der lustige Teil. Stöpseln Sie Isaac in die Satellitenschüssel, damit wir Pernell-Server aufspüren können. Dafür sind wir doch hierher gekommen. Das werden wir doch gerne machen. So, wo müssen wir lang? Ah, da hinten. Aber zuvor noch mal ein bisschen Wasser. Nein. Okay, dann halt nicht. Ja, der berühmte Aufzug. Mist, fürs Dach brauchen Sie einen Schlüssel. Versuchen Sie es im Büro vom Chief. Dürfte nicht weit sein. Im Büro vom Chief. Waren wir da schon? Nein. Das scheint wohl hier zu sein. Jep, da waren wir schon. Diese Arschlöcher hol ich mir! Okay. Ein kleines Intermezzo. Was uns aber nicht aufhält. Jetzt sollten wir doch hier mit dem Aufzug... Oh, jetzt liegt der Kollege vor der Türe.
Sehr schön. Dann wollen wir mal sehen, was uns hier oben in der 13. Etage erwartet. Auf jeden Fall erstmal wieder Munition. Ich liebe es. Tageslicht. Wenn Sie alle Schüsse verbunden haben, haben wir den Server 0, nichts leergefegt. Mehr? Okay. Aber ich ahne es, dass jetzt Zugang noch gleich was kommt. Okay, bin drin. Jetzt müssen Sie mir nur ein bisschen Zeit verschaffen, um Panel-Server zu finden. Und nein, ich weiß nicht, wie viel Zeit. Üben Sie sich in Geduld, Agent. Geduld. Also wenn ich was habe, dann doch mit Sicherheit Geduld. Wenn man unter Feuer steht. Das Signal wechselt unkontrolliert. Havanna, Kairo, Tokio. Ach Mist, das ist weg. Sie müssen die Schüssel neu ausrichten. Er hat aber schon mitgekriegt, dass ich ein bisschen beschäftigt bin. Aber was tut mir nicht alles für gute Freunde? Ah, da ist er schon vorbei. So, was ist denn jetzt? Passt es jetzt endlich mit der Schüssel? So, kommt noch mehr? Ich hab es fast. Richten Sie sie noch mal neu aus. So, wo wollen wir hin? Wo haben wir eine bessere Stellung? So. Seite kommt was? Na bitte! Sowas höre ich gern. Verschlüsselung deaktiviert. Download startet. Na komm schon. Wir haben eine gute Verbindung und fast alle Daten runtergeladen. Noch kein Grund zum Feiern. Pernell hat die Daten auf seinem Server verschlüsselt. Wir haben das Problem nur von Server zu Server verschoben. Ich sehe mir das an. Ich glaube, ich kann die Verschlüsselung mit Pernells Uhr knacken. Vorsicht, China ist noch da draußen und jede Sekunde zählt. Danke, Agent. Das war wichtig. Tja, es war mir wie immer eine Freude. Ich helfe gern. Wann immer, wo immer. Abtrünniger Agent gestorben.
Parnell war so etwas wie ein Schatten in Keeners Team. Aber offenbar haben sie an gemeinsamen Projekten gearbeitet. Ohne ihn an seiner Seite wird Keener seine Pläne nicht mehr so leicht umsetzen können. Ich nutze Parnells Uhr, um die gesicherten Serverdaten zu entschlüsseln. Es scheint zu funktionieren, braucht aber Zeit. Ich melde mich, sobald ich etwas Brauchbares habe. Wie geht es dir, Faye? Wir haben keine Ahnung, wo Keener gerade ist. Der Bastard verwischt seine Spuren. Überrascht dich das? Natürlich nicht. Es ärgert mich. Er spielt mit uns. Er lässt uns wie Puppen tanzen. Wir suchen weiter. Er kann sich nicht ewig verstecken. Ja, sehr schön. Theo Parnell ist also, diese Mission ist jetzt schon mal abgeschlossen. James Dragoff, Vivian Conley und Javier Kajika, die fehlen uns noch hier in unserem kleinen Potpourri. Und dann kommen wir an den ganz Großen ran, an Aaron Keener. Ja, schauen wir mal, was wir hier als kleine Belohnung noch kriegen. Und dann werden wir uns langsam zurückziehen. So, alles einsammeln, was wir hier noch haben. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Naja, gut. So, gibt es irgendwo noch was zu mitnehmen? Da müssen wir runter. Gucken uns noch mal ein bisschen um. Mhm. Munition. Ist da hinten noch irgendetwas? Nein. Okay, schauen wir mal kurz auf die Karte, was noch aussteht. Wir werden dann auf jeden Fall Richtung Brooklyn hier, Brooklyn Bridge gehen und dann mal schauen, was wir hier noch alles aufdecken können. Den Kontrollpunkt haben wir eingenommen. Hier gibt es noch SHD-Technologie. Die könnten wir uns eigentlich noch schnell schnappen. Den Haupteinsatz da drüben haben wir auch gemacht. Hier gibt es noch ein Fragezeichen, also mit Sicherheit auch noch etwas zu tun. Ich schlage vor, wir holen uns die SHG-Technologie und dann werden wir in die Siedlung gehen und mal schauen, was uns dort noch erwartet. So. Durch die Tiefgarage nach draußen. Aber eher hier lang. Sehr gut. Aber ich glaube, da haben wir keinen Schlüssel dazu. Rikers Schlüssel fehlt uns noch in unserer Ausstattung. Werden wir sicherlich irgendwo noch finden in dieser Mission. Wir werden hier noch ein bisschen einsammeln. Und jetzt besorgen wir uns noch den SHD-Technologiebehälter. Mehr. Und die kommen auch schon auf uns zugerannt. Da könnten wir ja mal wieder die große Bumme rausholen. Mal ein bisschen aufpassen. Auch der Kollege hat ein Scharfschützengewehr. Okay. Da gibt es ein bisschen Material dafür. Na, schauen wir mal, ob sich das Ganze gelohnt hat. Die ganze Aufregung. Aha. Okay. Nehmen wir mit.
Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Also schauen wir, dass wir langsam aber sicher nach Hause kommen. Ins Warme. Einen schönen Tee trinken. Und mit den Kollegen über die Abenteuer des Tages uns unterhalten. So, das scheint irgendwo ein bisschen weiter oben zu sein. Brauchen die unsere Hilfe? Die werden schon alleine zurechtkommen. Also hier rein. Ach ja, okay. Da müssen wir ein bisschen klettern. Ja, sehr schön. Na. Und nochmal runter. Und doch, jetzt höre ich ein bisschen Gefechtslärm. Ich glaube, da werden wir uns noch ein bisschen einmischen. So, wie sieht's aus? Wo geht's ab? Da komme ich wohl zu spät zur Party. Okay, wir begeben uns zur Siedlung. Und da sind auch Verbündete von uns. Und auf dem Weg dorthin darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für das Interesse, für das Zusehen. Ich habe mich sehr gefreut über das Feedback der letzten oder der ersten beiden Folgen. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen und sage Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Baden-Farmer. Bis zum nächsten Mal hier wieder auf dem Kanal.